Ja, hurra, hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen bei Life in the West. Hallo Stefano. Hallo, Tai. Oh, da habe ich dich schon hinten am Horizont gesehen. Ja, ich spiele mit Shadern und hoffe, ich werde es auch in nächster Zeit tun können. Because Stefano war ganz schön schlau. Stefano hat uns den Arsch gerettet, mal wieder. So, also. Stefano hat gesagt, Mensch, wenn wir gewisse Chunks loaden mit einem Chunkloader, zum Beispiel einen Weltenanker, ja. Ja, jetzt bockt er aber, weil ich warte, ich komme nicht rein. Jetzt bockt er natürlich, das ist natürlich der Scheiß-Vorführeffekt. Vorführeffekt. Jetzt bockt er rum. Und zwar, ja, was wollte ich denn nur sagen? Ja, haben wir Weltenanker gesetzt? Und haben die Chunks geloadet, von denen wir ausgegangen sind, dass es ja vielleicht wichtig ist. Und ja, jetzt hinten. Oh, jetzt komme ich hier nicht rein. Und das ist so ungewohnt, mit Shadern zu spielen. Irgendwie mag ich die Shader gar nicht mehr. Ja. Oh, er reißt schon da oben alles auf. Ja, und jetzt können wir überall hinten. Hallo Stefano. Rumlaufen. Hallo. Problemlos. Ohne Gejaule, ohne Gemaule. Because es ist alles gechunkt. Und wir haben keine Probleme mehr. Ich wollte dem Knödel hier eigentlich diesen. Ich dachte, aber. Hier so? Erst, oder? Da komme ich ja nirgendwo mehr ran, oder? Du kriegst den jetzt, mir doch egal. So, und dann habe ich. Nee, ich will. Oh, will ich mit Shadern spielen? Die Shader sind zwar schön, aber nicht in Gebäuden, oder? Ach, weiß ich nicht. Findest du auch in Gebäuden schön? Ich weiß nicht, das ist so ungewohnt, Mann. Hast du auf Keller gedrückt? Nein. Weil ich will gar nicht in den Keller. Ich auch nicht. Schön, dass du vor meiner Nase stehst. Ich habe uns Das übrigens macht nichts. ein Chiller-Sofa hier hingestellt, ne? Okay. Gibt's das nicht in Schwarz? Kriegst du nicht. Ich will das nicht in Schwarz. In Das Blau? ist doch blöd. Wieso geht das nicht über die ganze Reihe? Ach so, doch geht. Nee, wie? Oh Mann. So. Ah. Ja gut. Ich dachte, das ist ganz nett. Das ist so hell mit Shadern, Mann. Was Gut. willst du von mir? Dann packen wir das aber mittig und dann genau in die Mitte und dann das Sofa da drunter. Vielleicht hilfst du mir doch noch mal. Warte. Hatte ich noch eine normale Axt? Ja, wunderprächtig. So. Na, nee, nicht mit dem Chiselmann. Knödelmödel. Wo ist denn hier die Mitte? Vielleicht sammle ich das. Ich sehe die Sachen gar nicht. Das ist schwer mit Shadern. Wo ist die Mitte? Hier ist Mitte. Hier ist Mitte, 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 Mitte. Mitte, Mitte. So. Okay, wie hast du das gemacht? Reinklicken ganz oben ist die Größe. Die habe ich zweimal doppelte Größe gesagt. Also zweimal. Okay. Genau. Dann habe ich bei der Auflösung gesagt, weil das schaut ja so ein Oh. bisschen arg Auflösung? modern aus. Also da habe ich gesagt 128 oder so. Höhere Auflösung gestellt. Ge Glaube, Wieso kann ich zweimal denn da. höher. Ke ich, Auf wieso. das Plus rechts neben Auflösung. Also bei Auflösung steht Nee. 64. Nein, da steht Doch. nichts. Nein. Wohin Unten ja. links ist das Bild drin. Stefano, ich habe einen Videobeweis. Geh nicht gegen an. So, dann stellt sich eben. Bitte. Also wenn ich unten rechts, unten links in das Feld reinklicke, dann habe ich das Bild und kann das alles einstellen.
Jetzt steht hier, ach, keine Ahnung, ist mir jetzt auch, also, Murmel. Was? Futter. Ich habe das Bild begutachtet, das, oder? Wieso kann ich jetzt das Ding nicht mehr dahin stellen? Was? Solltest du doch können. Au! Was? Ich tut. Geh das Dach lieber ausbauen, bevor ich meine Nerven verliere. Frech, echt. Wieso kann ich den denn da jetzt nicht mehr hinstellen? So. Willst du mich verarschen? Vorhin konnte ja, ich doch manchmal das... schon, ja. Ja, aber ich konnte doch... Lecko. Mann! Wo ist er jetzt? Was ist hier los? Gottes Willen! Oh. Wow, ich hab's geschafft. Toll. So, und weil ich ja so nett bin, ja, ich bin ja gar nicht so männerfeindlich, wie ihr manchmal denkt. Was stimmt mit dem Ding nicht? Was ist das? Okay. Na, der gefällt mir hier nicht. Nee, ich wollte ihn andersrum haben. So? So? Ja. Gut. Ich hatte doch auch noch Tische. Genau. Die stelle ich hier hin. 1. Nein. Ich mag das nicht mit Shadern. Das ist mir viel zu hell. Also, ich spiele ohne Shader und finde es jetzt momentan gerade fürchterlich hell. Es ist richtig eklig. Na gut, auf YouTube ist es nicht mehr so extrem, aber ich habe auch keine Lust, auf den anderen Bildschirm zu schauen. Wo ist mein Hebel? Kai, hast du meinen Hebel verschluckt? Ach nein. Nee, der ist noch drüben. Den habe ich noch drüben. Ich schlucke keine Hebel. okay. So. Dann bin ich aber beruhigt. So, Leinwand und noch ein bisschen Galahas. Ja, das ist doch eine nette Eingangshalle. Fehlt noch irgendwie eine Blume oder so. Also mir ist das echt zu hell. Kann es jetzt mal Nacht werden? Dann mache ich hier erstmal zu. Und ausbauen kann man ja immer noch. So. Soll ich noch eine Startrampe bauen? Dann könnten wir zeitgleich losfliegen. Das wäre theoretisch eine Maßnahme. Wir müssen aber erstmal die eine hier verkabeln. Ja. Ja, das war... Was für Kabel brauchen Sie da? Ach so, und was ist eigentlich mit der Schlacke? Mit dem Kackewasser, mit dem Kackewasser. Was? Na, ja, wegen Treibstoff. Kackewasser wegen Treibstoff? Ja, kann man jetzt aus Kackewasser Treibstoff machen? Boah, muss ich nochmal nachgucken. Du, ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist von beiden Mods das gleiche und bei Pneumatikkraft verwandelt der Gülle in Treibstoff. Das hier ist übrigens die Startrampe. So. Oh, hi. Kuckuck. Oh, was ist das? Was? Signalsteuer, was?
Ignoriere das, das ist noch nicht fertig. Was ist das? Ich kann das nicht ignorieren. Also den Treibstofflader haben wir da schon mal hingebatscht und jetzt verkabeln. Es sieht so schön aus draußen mit Shadern. Halt die Fresse. Also, heute fliegen wir definitiv zum Mond. Vielleicht jetzt nicht mehr in dieser Folge. Dann vielleicht aber in der nächsten. Und ich kann mit Shadern spielen und habe keine Probleme mehr. Oh, oh, oh. Oh. Hä? Warum steht da ein Signalempfänger auf dem Dach? Weil ich den brauche. Oh, rede doch mit mir. Um das Dach auf und zu zu machen. Ah. Ja, okay. Gut. Und ich wollte da ja noch ein Bäumchen abreißen. Mich stört das. Sorry, ist mir zu viel. Ist mir zu viel. Hab ich mit? Hab ich mit. Was braucht man denn alles auf dem Mond? Sauerstoff. Nee, so Rucksäcke und so? Essen? Wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber? Nichts aber. Essen ist nicht verkehrt, also wir müssen auch was essen. Auch. Okay. Wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen die Sauerstoffausrüstung, wir brauchen was zu essen. Theoretisch was zum Bauen. Schlafen können wir auf dem Mond übrigens nicht. Warum geht das nicht? Weil man in der Schwerelosigkeit nicht im normalen Bett schlafen kann. Was ist auch nicht in dem Schlafsack? Das weiß ich nicht, den habe ich noch nicht ausprobiert. Stimmt, du warst ja schon mal da oben, ich nicht. Ja, aber da hatte ich keine Open Box. Das ist so ungewohnt mit Shadern. Ich glaube, ich baue das Grab, die Gräber hier vorne hin. Das buggelt da dieser... Lass mich fliegen, du freches Ding. Ich baue gleich noch eine zweite Startrampe. Wenn man mal überlegt, die hat Palm mal gebaut und ich habe alles abgerissen. Und dann hat Newland mir ein bisschen geholfen. Also ziemlich nachher. Und da sieht man halt noch ein paar Überreste. Und auch ziemlich geholfen. Ja, er hat schon einiges gemacht. Ja, ich habe irgendwann angefangen und bin ja irre geworden damit. Und dann ist mir irgendwann der Kragen geplatzt. Kann dieser eine Sapling, wo kommt der denn her jetzt? Hallo? Und dann habe ich die Krise gekriegt. Dann habe ich... Hätte ich heulen können. Und dann hat Newland gesagt, gut. Ich glaube, die Grabsteine werde ich hier so hinsetzen. Und ich wollte so ein offenes Grab noch machen. Also, was heißt offen? Also ich... Ja, ich wollte halt einen kleinen Friedhof bauen und ein Grab mit frischer Erde. Es tut mir leid. Tut mir wirklich leid für die, die jemanden gerade verloren haben. Es tut mir wirklich leid. Ich bin nicht in dieser Situation und darum, ich bin da echt froh drum, aber... Also mit Shadern buckelt der. So. Lass mich. So, aber die Konsole ist an. Die muckt nicht mehr rum. Was brauche ich denn noch für drüben? Was brauche ich für drüben? Kaka.
Nee, aber das ist ja trotzdem richtig gut mit den Chunks dann, ne? Dass sie geladen sind. Also man merkt es trotzdem. Das merkt man enorm. Ja gut, okay. Aber jetzt, ich habe dennoch ein paar Probleme. Achso, ich wollte noch einen großen Rucksack mitnehmen, aber ich wollte auch was essen. Mann, lass mich jetzt essen. So. Boah, der Kaffee schmeckt irgendwie eklig. Ich weiß nicht, warum das manchmal so ist. Mann, drück doch hier. Ich drück den Knopf immer wieder, echt. Welchen Knopf drückst du immer wieder? B. So. Okay, gut. Keine Ahnung. Ich wusste das. Ah. Burger sind auch noch drüben. Warte, ich versuch mal. Lass mich jetzt. Ich. So, jetzt reicht's. Leckt mich doch im Sommerhut. Mach jetzt! So, siehst du? Jetzt ist alles wieder super. Blödes Kackteil, ey. So, sieht trotzdem sehr schön aus. Ich hoffe, hier liegen keine Sapplinge mehr herum. Oh. Oder brauche ich den da drüben rum? Mal sehen. Auf jeden Fall, ich brauche jetzt diesen Rucksack. Und jetzt kümmere ich mich nochmal um eine zweite Startrampe. Eigentlich brauchen wir insgesamt drei. Aber ich glaube nicht, dass wir drei da oben reinkriegen. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich gehe mal nach unten, sicherheitshalber. Keller. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mag ich nicht mit Shadern. Dann denke ich mir, sieht voll schön aus, voll geil, aber ich bin in Gebäuden dran gewöhnt, ohne rumzulaufen. So, und wir treffen jetzt ja nur noch ein paar Vorbereitungen. Warum zeigt ihr mir das jetzt nicht mehr an in der Konsole? Was zeigt er nicht mehr an? Warte. Warte, wie war das? Wenn ich jetzt auf E drücke und er mir an der Seite nichts mehr anzeigt. Ah, okay, ich hab. Alles klar. Auf O. So. Okay, Start. Nicht Saat. St mit T. Start. Da. Startrampe. Gepresstes Eisen und Eisenblock. Habe ich da noch was von? Ich habe keinen Eisenblock mehr hier. Gut, okay. Aber Eisen. Mache ich mir doch glatt. Kann ich mir aus Eisenbahn einfach einen Block machen? Kannst So du auch nicht. einfach einen Eisenblock rausnehmen? Achso, nee, du bist bei dir drüben, gell? Ich bin hier im Haus. Im Galactic. Ja, da müsstest du dir einen machen. So, hab nochmal 9 Stück. Und dann auf dem Podest, ne? Dann brauche ich. Wie viele sind denn das? 1, 2, 3. Was sind denn 12? Was hatte ich da oben für Warnblöcke, ne? Warnblöcke. So. Einmal nach oben. Ein bisschen Angst habe ich immer noch vor dem Fahrstuhl. Aber es gibt keine andere Möglichkeit mehr, denn das hier ist ein Space Center und Oh, hast du wieder das Dach draufgesetzt? Ja. Und? Ja. Ich guck gerade nach oben. Ich muss jetzt noch den Schalter hinbauen, damit es auf geht. Habe ich doch schon alles vorbereitet. Ich glaube, hier drinne passt keine zweite Startrampe rein. Nö. Nee.
dann baue ich die halt draußen hin. Sag mir, wenn du soweit bist. Ich pack das erstmal da rein. Gut, dann würde ich mir nämlich gerne den zweiten Rucksack fertig machen. Ich weiß nicht, brauche ich die Brille des Reisenden da oben? Ich nehme die mal mit. Achso, ja, nee, ist egal. Was? Ja, ich kann doch die andere drüber anziehen, meine ich. Ich habe gerade gemeint wegen der Sauerstoffmaske, aber das ist ein komplett eigenes. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass ich den Zauberstab brauche. Ich nehme eine tragbare Zelle mit. Sonst noch was? Ist da was drin? Ja. Das ist doof, muss ich leeren. Ich nehme mal einen Eimer mit. Fackeln habe ich 40 Stück. Die Schaufel. Ich nehme nicht die Schaufel mit, ich nehme den Excavator mit. Atlas nehme ich mit. Der könnte hilfreich sein, ja? Ja. Ach, dann fehlt uns ja noch Holz, ne? Holz? Ja, wir bauen doch da was hin. Ja, weiß ich nicht, ob wir das mit Holz machen, aber... Ein Starthaus oder so? Das könnte man theoretisch auch aus Stein bauen. Ja, ich kann auch Stein mitnehmen, ist es Latze. Also ich fände es besser, ein Haus aus Stein zu haben, auf einem Planeten, auf dem Meteoriten runterkommen. Oh mein Gott, woher soll ich das denn wissen? Oh Gott, ich kriege Angst. Zurecht. So. Was? So, das nehmen wir mal alles raus hier. So, ich habe hier Eco-Glied-Pflasterstein. Nehme ich mal mit. So, warte, ich packe mal ein bisschen was von hier rein. Ich habe jetzt 5 Stacks mit, reicht doch erstmal, oder? Ja. Okay, gut. Dann die noch raus. Dann geht die tragbare Zelle da rein. Der geht da rein. Dann nehme ich den mal hier runter. Der geht drüben in mein Haus. Dann muss ich hier nochmal runter. Hä? Es hat funktioniert! Was? Hä? Mach noch mal auf. Was? Mach noch mal zu, bitte. Mach noch mal auf, damit ich reinkomme. Nee, ich gehe von draußen. Ich kann es zulassen. Krasse Scheiße. Alter, ich raste aus. Stefano. Kuckuck. Oh mein Gott. Oh, ich freue mich so fucking doll, ey. Ach, warte, ich gehe jetzt erstmal in mein Haus. Lass mich raus! Putata! Oh, meine Güte. Hab doch gesagt, ich krieg das hin mit dem Schalter. Oh Mann, ey. Ich freue mich. So, den schnalle ich mir mal auf den Buckel. So, das kann mal weg. Das kann mal hier bleiben. Die werde ich jetzt einmal. Ich habe keinen Bock auf kleine Knochensplitter im Blut, Gedärme, Knochensplitter. Leichensalat. Das sind die biertrinkenden Killer-Zombies der Verdammnis auf Crack. Das ist so absolut krank, echt. Oh Gott. Okay, ich halte den Mund. Ja, dann. Also wäre ich. Ich wäre fertig. Dann würde ich aber die Brille hier lassen. Und die aufsetzen. So, ich habe mit Axt. Den Schissel lasse ich hier. Spitzhacke, Hammer, Excavator. Steine, einen Eimer. Ach, da waren ja auch noch Helorium. Ach, oh Mann. Murmel. So, die ist auch bald aufgefressen. Was sagt die jetzt hier? Die ist... Oh, die ist schön stark geworden. Das ist gut.
Kuckuck. Ah, ich muss mich erstmal erholen. Oh. Hoho. Ich bin noch auf der Erde. Noch. Aber bald nicht mehr. Nein, 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 nein. Ich bin so doof. Oh mein Gott, ich höre auf. Ja. Essen. Burger hab ich. Hä? Ach, die sind im anderen. Ah, Mann. So, haben wir hier auch noch Burger mit? Ja, also Stefano, ich bin komplett fertig. Das freut mich. Oh meine Güte, ich kann das nicht glauben, ehrlich. Oh meine Güte. Achso, der Treibstoff. Ach, das müssen wir ja noch verkabeln. Ja. Das habe ich vergessen. Kacke, und ich dachte, wir können jetzt losfahren. Nee, leider nicht. Oh Mann, ey, ich war schon so aufgedreht, Mann. Scheiße. Sonst kann ich ja... Das ist super. Das rote hier drüben ist der Schalter zum Aufmachen. Oh meine Fresse, wir haben ein richtiges Space Center. Ich dreh durch, ehrlich. Draußen ist auch einer, ne? Wo draußen? Draußen oben auf dem Dach ist auch einer oder ist nur das Ding da oben dafür da, dass er dann... Ach, da bestehst du. Von außen kann man nicht öffnen, ne? Nur von hier drinnen, oder? Okay. Nur gut. Von drin. Gut. Welche Kabel brauchen wir denn jetzt? Flüssigkeit? Ja, wir brauchen... Du kannst ja das Gerät anschauen. Das hat hier was Rundes. Das ist für Flüssigkeiten. Und es hat hier was Eckiges. Das ist für Strom. Energieleitung haben wir, glaube ich, noch. Eigentlich könnten wir hier eine Konsole hochziehen, ganz ehrlich. Eine Konsole? Eine ME-Konsole. Ja. 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 Was, wenn wir das machen, können wir natürlich auch drüben den Treibstoff über ME dann hier in das Gerät anschließen. Ja, gut. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Habe ich keinen Wrench? Ach, scheiße. Dann musst du aber auch ME-Kabel rüberziehen. Ja, ich will jetzt erstmal wissen, wer war das Schwarze? Jetzt habe ich keinen Wrench. Wo ist mein Wrench? Warte. Mann, ich bin echt verpeilt. Ich dachte, wir sind fertig. Na, Murmel. So, ist mein Wrench da drin? Gut, okay. Ah, ich gebe auch noch Wrench ein und die Schraubenschlüssel. So, warte. Ja, so falsch ist das ja gar nicht. Ja, aber... Es ist halt in der Spracheinstellung auch leider nicht richtig. Ja. So, das sind die... Welche Farbe? Hellgrau? Echt? Nö. Du hast hier, soweit ich weiß, schwarz. Ja, hellgrau. Aber hier oben ist hellgrau. Glauben Sie mir. Wenn da hellgrau ist, dann musst du die hellgrau nehmen. Ja, ja. Achso, ich habe gar keine Konsole, oder? Doch, habe ich da noch eine Konsole drin. Ah, ich bin so gut. Ich habe extra vorgesorgt. Na, ah, manchmal denke ich mit. Nicht immer, aber manchmal. Oh Gott. So. Ran. Wir haben eine Konsole hier oben. So. Und sie ist online. So.
Kacke, ich muss runter. Wir haben eine Konsole hier oben. Energieleitung haben wir 73 drin. Und wir sind über der Zeit. Leute, danke fürs Zuschauen. Ja, ich sag mal bis zur nächsten Folge und es dauert nicht mehr lange, dann fliegen wir zum Mond. Wir müssen nur noch den Treibstoff an den Treibstofflader anschließen, damit die Rakete befüllt werden kann, weil sonst haben wir ein Problem. So, und das machen wir in der nächsten Folge. Also jetzt gleich. Tschüss!